Hallo Leute und recht herzlich willkommen zur 26. Folge God of War. Oh, jetzt ist meine Pfeife umgefallen hier. Gut, Leute. Letzten Folge haben wir hier, sind wir ein neues Gebiet vorgestoßen, so ein Eisgebiet. Und haben hier einen epischen Kampf gehabt mit Riesentrolle. Das haben wir aber gut überstanden. Und das ist der Hammer von Thor. Minir, glaube ich, heißt der. Oder irgendwie so. Ich kann das immer nicht gescheit aussprechen, die komischen nordischen Begriffe dort, aber es müsste der Torhammer sein. Und ich bin echt gespannt, ob wir ihn hier jetzt im weiteren Spielverlauf auch noch auf Tor treffen werden. Ich brauche mal das Bildmachgerät an. So, Leute, weiter geht's. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein bisschen Support, da würde ich mich sehr, sehr freuen. So, Energie brauchen wir nicht, da sind wir voll. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier hoch und schauen dann, was dort passiert. Okay. Wow, das war ein Wahnsinn, der. Sind wir unser Zwerg? Kampf! Hier, fang! Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten und. Euer Hirn versteht nicht, was es sieht, und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert es wohl nicht. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Brauchst ein Atem nach Met. Er hat sich schon wieder angefasst. Na dann kommt. Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt. Kein Wort mehr. Still. Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Okay, Zeichen der Zwerge. Schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Levitanax-Verbesserung, Klaumbogen-Verbesserung. Verbesserte Axtknauf. Schauen wir doch mal, was wir dort machen können. Oh, hier können wir Schönes machen. Machen wir doch gleich mal. Wendner-Griff haben wir auf Max jetzt schon verbessert. Axtknauf. Was können wir denn für ein. Okay. Klauenbogen. Oh, vergessen wir dich nicht. Was darf denn sein? Okay, da haben wir neue Fähigkeiten jetzt auch wieder. Verbessern. Oh, da brauche ich ein Igris-Gold noch. Scheiße. Okay, hilft nicht. Armrüstung, was können wir da machen? Machen wir auf jeden Fall auch. Lasse aus.
Zauber. Da können wir noch gar nichts kaufen. Heftig. Da brauchen wir noch richtig was. Ressourcen. Okay, da könnten wir... da brauchen wir richtig was. Herstellen, Brustrüstung, ja, da... Hier können wir leider nichts machen, weil wir da einfach zu wenig Ressourcen haben. Talisman. Schwellende Glut brauchen wir extrem viel. Ich glaube, die werden wir erst in die anderen Gebiete finden. Okay, dann lassen wir das mal so. Schauen wir mal, was wir bei Fähigkeiten machen können. Nahkampf. Das ist auch nichts Besonderes. Ah, ich habe mal freigeschalten jetzt. Machen wir das mal das hier, weil... Okay, haben wir ein bisschen mehr Nahkampfschaden. Und? Wie sieht dein Plan aus? Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat er nichts mit Herumstehen zu tun. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? Zaumut ist dann wirklich auf Juwelen, was? Sogar sein Bart war damit geschmückt. Ich finde, er sieht irgendwie attraktiv aus. Naja, für einen Schneeball. Ja, wie soll das denn machen? Dass der hier nicht aufwacht oder so. Wollen wir in das Gebäude? Ja. Ist da drin etwas, mit dem wir durchs Eis an die Meißelspitze gelangen? Nein. Ich überlege weiter. Hier ist auch schon der Eingang. Ha!
wieder. Das war schwierig. Was machen wir damit? Wir zeigen das. Ringer töten. Ja, steht aber nichts drin, wie man ihn tötet, gell? Aus den Zwergen. Es wäre halt noch geil, wenn wir jetzt irgendwie noch ein bisschen Energie finden würden. Okay. Schauen wir mal, können wir nur zu Sindri zurück? Schauen wir doch mal. Boah, nee, oder? Ah, hier geht's noch, okay. Oh, Sindri. Hey, Sindri. Wir haben etwas.
ein Rüstungsteil? Yep. Oh, von den Springern. Widerlich. Oh, der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Neue Rezeptur freigeschaltet. Armer Fafnir. Zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Ah, Brustrüstung des Springers. Okay. Okay, hätten wir das Set auch, aber brauchen wir jetzt nicht. Da macht jemand lieber mit meinem Bruder Geschäfte. Ein großer Fehler. Allerdings haben wir das Rezept schon mal. So. Würde ich sagen, geht's dort hinten weiter. Da müssten wir eigentlich das Ding wegschieben können. Mimir, du kanntest diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhandeln. Dieser Krieg hat viele Opfer. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch unter den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Götterkrieg zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst getroffen. Ja. Nein, nicht ganz reinschieben. Auch nicht schlecht aus. Wir haben mal das hier dabei.
Sind die vielleicht drum? Ja. Sollte mal schauen, ob es hier noch irgendwas zum Looten gibt. Noch ein Kristall. Soll ich? Jetzt warte mal kurz. Mir jung. Was jetzt? Nochmal. Tja, ein unauffälliger Plan ist das nicht. Jetzt müssen wir den anderen Riemen lösen. Wirklich? Hier unten war noch eine Kiste, oder? Ich wollte zurück. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Wie drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet? Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Du kannst gerne etwas anderes vorschlagen. Die Schlaufe lösen. Machen wir das doch gleich. Was jetzt? Festhalten. Dieser Plan ist keine gute Idee. Still, komm. Schmeck! Hat nicht funktioniert. Ist nur ein Stück weit gefallen. Zeit und die blöde Kiste nicht gelootet, das geht mir richtig auf den Nerven. Okay, hilft aber nicht, wir müssen dann hier weiter.
Der Boden ist eingestürzt. Da ist eine Sandschale, aber wie kommen wir da hin? Wir gar nicht. Junge, hierher. Was steht da? Hat die Zeit ihre Ordnung vertan, kommt man ans Ziel nur umgekehrt ran. Umgekehrt? Also rückwärts? Die Symbole. Jahreszeiten? Ja, aber alles ist durcheinander. Heißt es nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst? Warum Winter zuerst? So hieß es in einem Lied von Mutter. Oh, das kenne ich! Winter! Still, Kopf. Musik, Winter. Schon gut! Winter, Frühling. Okay, Winter. Frühling. Sommer, Tiere, Herbst. Muss eigentlich passen. Winter. Frühling, Sommer, Herbst. Tu es. Vetur, Vaur, Sumar, Hoist. Hat nicht funktioniert, aber das ist sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied. Dann machen wir das mal so. Frühling. Winter. Und hier den Frühling. Los. Okay, war es genau andersrum. Atreus, dieses Wort. Thola, das heißt andauern. Versuch es. Thola. Sehr schön. Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir auch an der Stelle einen Cut und schauen, wie in der nächsten Folge es weitergeht. Ich denke mal, es wird gleich Boss-Time oder irgendwie sowas sein. Schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und schaut auch mal bei den anderen Projekten vorbei. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.